Mahlzeit Mädels und willkommen bei Speedshop. Ja, ich habe auch so, habe ich Zeit, eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde habe ich noch Zeit, bis ich nach Hause muss. Und bevor der Anfang mit unserem Gruppenprojekt, habe ich ja erzählt, bin da hier halt im Kofferraum und dann hier eine Parallelschaltung runter zur Fahrzeugbatterie. Und später dann eine Trennung mit einem Schalter. Ja, warum? Ganz einfach, kommt bei den Trennschalter rein, damit ich sozusagen die Systeme bei der trennen kann. Das heißt, ich habe hinten eine Batterie mit 12 Volt und ich diesen kleinen Kollegen hier, wie gesagt, das ist so ein 150 Watt Inverter, Spannungsumwandler aus 230 Volt, ihr seht, das ist ein kleiner Stecker da dran, ist nichts Dramatisches. Den würde ich gerne in diesem Auto betreiben. Und ich will es nicht auf Systemspannung machen, auf der kleinen Batterie, weil das kann man gerne mal nachts mal vergessen oder was. Deswegen würde ich gerne separates Spannungssystem haben, wo ich den Strom, sage ich mal, auch herholen kann. Und sozusagen auch, falls die Gurke mal ausfällt. Bestes Beispiel schon mal vor, ich habe jetzt hier die Zündung angelassen über Nacht. Diese Batterie ist leer, die hier, ne? Dann stecke ich meinen Knochen da unten rein, der später da reinkommt. Oh, mein, schließt den Stromkreis. Und dann geht der Strom von der Batterie auf die Batterie, habe ich eingebaute Starthilfe. Wer hat denn ein Auto mit eingebauter Starthilfe? Nur ich. Das ist doch cool. Und das ist der Plan. Das ist so dieses extra Schmankel, was ich mir ausgedacht habe. Für unser schönes Gurkenauto. Hier haben wir schon einen Kabelschachteingang, seht ihr da vorne schon? Da gehen auch die anderen Kabel alle rein und da legen wir jetzt erstmal das eine Masselkabel hier rein. Wieder, das war ja ursprünglich da auch drin. Oh, das ist aber schon mit Öse. Das ist ja perfekt, das ist ja wieder für gemacht. Der auch? Nee, da nicht mehr. Aber die können wir schon mal lassen. Weil die Öse können wir später nehmen, um die alle hier Batteriepole festzumachen. Das hier wird Minus. Ach, komm hier rein da, Kollege. Ja, so ein Trabant ist ein sehr einfaches Auto. Ne? Da kannst du alles ganz, ganz schnell, ganz, ganz einfach reinlegen. Und da ist das gut. Warte, wo kommt das Kabel denn an? Es kommt hier vorne an. Es geht hier runter. Oh, da wird eine Sicherung geschossen. Habt ihr gesehen? So, nicht schlimm. So viel Elektrik haben wir ja nicht hier. Ist einer in der Asche gegangen? Also eben haben wir gerade gebrockt. Naja gut, das ist Gurken-Engineering hier, das passt schon. Jetzt legen wir erstmal das Kabel, was hier ist. Ich kann natürlich bei der hier abklemmen jetzt, ne? Aber nein, natürlich nicht. Ich bin ja ich, ne? Das legen wir jetzt hier unten durch, was er unten durch will. Das soll nämlich hier seitlich rausgehen. Hier, genau. Das muss dann nach hinten zur zweiten Batterie. Die wird sowas für die Zusatzspannung brauchen. Ah, liebe Gurkenrestauration, ist das nicht geil? So, das ist schon mal Minus. Jetzt müssen wir mal ein Pluskabel finden, das wir da voranbinden können. Dann würde ich sagen, die Batterien hier parallel schalten können. Parallel schalten heißt Plus an Plus, Minus an Minus. Nicht in Reihe schalten. Das würde sagen dann Plus, Minus, Plus, Minus. Wisst ihr warum? Dann haben wir nämlich 24 Volt und 24 Volt schießt uns die ganze Karre durch. Das wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Weil da haben wir nämlich einen richtigen Brutzelkater hier. Hier geht noch was. Das reicht aber fast schon. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir noch mal irgendwo hier in meiner Korbelkiste, warte, noch ein Kabel drin haben, was eventuell kein Starthilfekabel ist, weil ich schlachten muss. Weil es immer schade um Starthilfekabel ist. Übrigens, Alter, würde auch ein dünneres Kabel geben, weil so viel Spannung haben wir da nicht durch. Wir starten den Motor nicht mit der Batterie, aber wenn, dann richtig. Ne? Hier ist schon ein rotes Kabel. Wie lang ist das denn? Hat Rufen mal sich aus dem Auto rausgepflückt. Das ist original hier, VR6 Turbo, was wir hier gerade rausholen. Das Kabel hier. Alte Kabel sind übrigens niemals weg, da konnte alles zusammenflicken. Guckt euch die Halle hier an. Alle Lampen, die sind mit Altkabel zusammengeflickt. Das ist lang genug. Super. Ach, den Stecker, den brauchen wir nicht. Dann brauchen wir ein schön großes rotes Kabel, was die halbe Welt davor warnt, dass wir hier Plus verlegt haben. Das muss auch hinten zur Batterie. Hey, verlegt das mal eben, weil das wird ein bisschen fummelig. Da brauche ich natürlich beide Hände für. Aber ist ja nicht so schlimm. Dafür habe ich ein Stativ für euch. Und dann legen wir das wahrscheinlich auch da durch, wenn das passt. Ja, müsste eigentlich gehen. Und dann können wir die Kabel nämlich gleich mit Klebeband oder irgendwas, oder Kabelbinder, miteinander verbinden, dass sie gleich zusammen nach hinten laufen, dass man die wenigstens noch ordentlich verlegen kann. Dass sie sozusagen jetzt kein extra Weg da oder was weiß ich was legen. Darf ja auch nicht sein. Ich finde den Ort nicht so mega geil, ne, hinten links. Aber ich glaube, hinten links ist geiler wie hinter der Rückbank. Weil so können wir uns hier so einen kleinen Kasten bauen, dass wir weiterhin den Wagen beladen können. Weil die Karre wird ja bis oben hin voll mit Gepäck sein. Weil ich 2 Wochen unterwegs bin, mit Hannah zusammen,
Dann müssen wir einiges an Wäsche mitschleppen, ne? Müssen wir aber auch noch irgendwie waschen. Hier, Kompressor habe ich auch schon rausgeholt aus dem Temppaket. Hab ich mal bekommen vor Ewigkeiten von euch. Den habe ich noch. Ich hab so kleine Ramschkissen, habe ich auch noch mit viel Kram, sag ich mal, die ich noch nicht benutzen konnte. Den habe ich da erstmal aufeinander gepackt. Auch VW-Teile noch nicht sortiert ist. Habe jetzt gerade durchgeguckt. Ich habe viel gefunden für den Wagen tatsächlich. Hier die Kopfstütze, die zweite. Die hat, glaube ich, hier Uli geschickt. Hier ist die eigentliche Schiene vom Sitz. Die muss ich anschrauben. Schöner Dingsen da, ein paar Autolampen, ne? Dass wir so ein bisschen damit voneinander kommen, dass wir da so ein bisschen Leben reinkriegen. Naja, gut. Koste es, was es wolle. Ich baue mal eben kurz hier meinen Kabelklaus hier ein. Schauen wir mal. Diese dicke Plusleitung. Sie müssen einlegen hier Pluskabel für den Subwoofer, ne? Das ist eigentlich nicht dazu gedacht. Wie gesagt, wir bauen in dem alles, was wir kriegen können. Für dieses Auto. Es ist einfacher wie gedacht. Wenn man das nämlich verlegt ist, dann haben wir nämlich schon mal einen ganz großen Vorteil. Ich bin gleich gespannt, ob wir da Saft drauf machen, was passiert. Ob Platz oder nicht Platz oder ob wir sterben oder nicht sterben. Ich habe echt keine Ahnung. So. Später machen wir die Löcher mit Sikaflex ein bisschen dicht. Und mit Silikon oder irgendwas. Dass wir da auch keinen Wassereintritt haben. So, das ist genug Kabellänge. Jetzt müsste auch nach hinten gehen. Ja. Das funktioniert schon mal. Dann können wir gleich mal einen kleinen Trockentest machen. Lass mal gucken, jetzt, wo ich jetzt hier diese Kabel mit der Batterie verbinde. Aber dafür klemme ich die auf jeden Fall jetzt ab und nehme die erstmal raus. Weil das könnte wie auch nach hinten losgehen, weil ich jetzt da mit Masse und Plus rumbasteln, automatisch gleich ein Kabel in der Karosse liegen habe. Übrigens, das schneiden wir später ab. Das wird fest eingebaut, ne? Da kommt kein Zigarettenanzünder mehr zwischen. Weil das Ding macht ja auch nur Plus. Plus und Minus. Das geht jetzt klar, welches ist, aber er funktioniert auf jeden Fall. Habe ich jetzt gerade an der Gurke ausgetestet. Ich habe so einen Zigarettenanzünder hier nachgerüstet, so einen kleinen hier, so einen alten Universalen aus dem Peugeot habe ich ihn, glaube ich, geklaut damals. Und da konnte ich mir testen, ob er funktioniert oder nicht funktioniert. Also der geht. Der ist halt nicht gerade sehr groß, ne? Aber der müsste reichen, um Laptop aufzuladen, Handy aufzuladen. Da können wir 12 Volt machen. Für sowas reicht der, ne? Für einen Wasserkocher reicht er zum Beispiel nicht mit 150 Watt. Dafür ist er zu klein. So. Ich muss jetzt dieses Kabel hier irgendwie mit den Dingsen verbinden. Das Problem ist, ich habe keine richtigen Polklemmen da. Das ist schon mal scheiße. Das heißt, da muss ich mal ein Provisorium bauen, dass es irgendwie hält, das dann trotzdem funktioniert zum Testen. Dann müssen wir halt was Besseres bauen, was irgendwann stabiler ist. Aber erstmal ein Testaufbau. Testaufbau in Ehren kann uns niemand verwehren. Und wenn wir jetzt gleich hinten die Batterie da anklemmen und dann das Licht im Auto angeht, ne, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, wir haben es richtig gemacht. Oder so. Alter, voll der Fusch, ne? Aber das muss. Sicherungstechnisch weiß noch nicht, wie ich das löse. Wahrscheinlich wird das wieder eine freiliegende Plusleitung sein, die hier den ganzen Wagen zerstören wird, wenn die irgendwie ausschaut oder sowas, oder weil ich da keine andere Möglichkeit habe. Ich würde den Pluspol bitte auf Decke draufpacken, weil normale Sicherungssystem, die normale Pluskabel von der Batterie beim Trabi hat auch keine Sicherung. Anders fällt mir da nichts ein. Gut, ich mache das mal eben ein bisschen kleiner. Passt aber ein bisschen an und dann versuchst du irgendwie reinzutüdeln. Ich habe erstmal die Möglichkeiten genutzt, die ich habe. Guck mal, ich habe jetzt diese kleinen Stecker. Aber es geht. Guck mal, ich habe jetzt hier so einen Adapter gebastelt. Ich laber auch einen Scheiß heute, ne? Einen Adapterklaus gebaut. Von da auf da. Das wickelt dann ein bisschen ab hier, dass es hier keinen Kontakt kriegen kann zur Batterie. Oder zur Karosse. Das ist nämlich Plus. Und das hier ist Minus. Habe ich hier herangesetzt. Geht auch ganz gut. Jetzt brauchen wir unsere beiden Batteriepole von Udo. Die habe ich nämlich hier liegen. Und eventuell diese beiden Stecker noch, damit ich die hier verschrauben kann. Das ist nämlich die gedacht. Guck mal, die Pole kann man hier abschrauben und dann kann man sozusagen das Stück hier von dem Gewinde übernehmen. Das müsste eigentlich funktionieren, so wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Klar ist, ursprünglich ist gleich grober Plan. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Passen die überhaupt auf die Pole drauf? Wenn man so eine Rollerbatterie ist oder was weiß ich, was hier so eine Rollstuhlbatterie ist. Das passt. Der ist super. Guck mal, der Pol ist Ass rein. Dann wollen wir von hier aus dann sozusagen den Kabelklaus rüberlegen. Plus darüber. Minus. Von hier darüber. Ja, müsste gehen. Ich kann die Kabellänge noch ein bisschen anpassen. Das ist ein bisschen viel, was ich hier habe. Ich schneide es mal ein bisschen ab. Dann müssen wir eigentlich, also wenn das richtig funktioniert, müssen wir gleich vorne
am Auto das Licht angehen, weil ich es verbunden habe. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Hilfe, was Gurken. Aber ich baue es ungefähr ähnlich, denke ich mal, jetzt wie gerade eben. Das müsste eigentlich gehen. Jetzt schreibe ich diese scheiß Poldinger da ab. 13er Schlüssel und dann auf geht's. So, passt mal auf. Wir haben jetzt die Verbindung von hier über die Anschlüsse von da nach da, ne? Durchs Auto, ist noch nicht richtig verlegt, aber bis hier habe ich hier Pole angebaut. Ich habe die hier verschraubt. Jetzt haben wir hier den Minuspol. Wenn ich jetzt hier drauf packe, müsste eigentlich, ist er Minus? Ja. Eigentlich die Zündung angehen, rein theoretisch. Damit können wir testen, ob das wirklich funktioniert oder nicht funktioniert. Jetzt bin ich gespannt. Oha, Funken sprühen schon mal. Brennt tut schon mal nix. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die Zündung anmachen kann bei dem Wagen. Tatsächlich. Zündung ist an. Also haben wir jetzt gerade die Batterie hinten zwar nach vorne verlegt. Ich will mal was testen. Jetzt will ich mal testen, ob ich den Wagen starten kann. Mal gucken, wie gut das ist. Ob der anders verdreht. Alter, habt ihr das gesehen? Mann, ist das eine gute Leitung. Ja, die ist erst rein. Ja, die verlegen wir jetzt richtig. Und dann kommt jetzt die Tage, kommt hier eine Trennung rein, wo wir sozusagen den Strom für den Umwandler abholen. Oder wir können eigentlich den Strom für den Umwandler auch für eine Batterie. Genau! Pass mal auf, wir holen uns nochmal eine Kabel und dann nehmen wir den Strom von dem Umwandler einfach direkt hinten von der Batterie. Weil da können wir den Scheiß auch absichern. Genau! Da können wir nochmal hier einen draufsetzen, das passt ja mit den Schrauben. Das müsste eigentlich funktionieren. Das hier wie bei einem Racecar hier, wie bei einem Stocker. Batterie nach hinten gesetzt. Nach innen, Jungs. Hundertprozentige Nummer. Genau. Nehmen wir von da aus weg, dann können wir den Umfall dazu sagen, da machen wir ein anderes Kabel. Ein dickeres Kabel habe ich ja auch da, wie das hier, ne? Und dann legen wir den nach vorne. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn anbaue. Ob ich ihn eventuell noch im Handschuhfach befestige, vielleicht irgendwo hier auf der Höhe, hier unter dem Sicherungskasten. Oder ob ich ihn hier hinten noch irgendwo verbaue, dass er hier hinten irgendwo einen Platz findet. Oder auf der Heckablage oder sowas. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, der zieht nicht so mega viel Strom. 150 Watt, der müsste eigentlich super gehen dafür. Einen größeren brauchen wir auch gar nicht. Oh, man hat schon eine Sonnenbrille. So, jetzt vielleicht das Kabel mal eben richtig. Dass er eben seine Führung kriegt hier. Das muss ja irgendwie so liegen, dass ich später die Rückbank verbauen kann. Auf jeden Fall muss es jetzt zwischendurch gehen. Und eigentlich legt man auch keine Plus-Minus-Kabel zusammen, aber das mache ich jetzt trotzdem. Also später wird er hier verschraubt. Dann kommt hier sozusagen so eine Art Blech hin. Weil das Kabel kann nach außen lang legen, dieses hier. Kommt hier ein Blech hin oder irgendwie so ein Dingsen. Der wird durchgebohrt. Kommt eine Schraube durch und dann ist die Batterie hier fest. Vorteil ist, wir haben hier Pappe, das brennt nicht. Und das hier wird eh nachher später eben ausgekleidet. Das können wir eigentlich vorher auskleiden sogar noch. So in der Art. Müsste eigentlich sehr gut funktionieren. Aber erstmal lege ich das Kabel einigermaßen ordentlich, weil ich muss eine Möglichkeit finden, das Kabel, dass es jetzt hier runter geht, hier vorne, dass mir halt nicht so, nicht so sehr auf den Piss geht, ne? Weil ich ja am Fahren bin. Das war hier an der Seite lang gehen und nicht irgendwo da lang gehen, sage ich mal, wo ich mit der Füße bin, dass ich eventuell mal das Pluskabel kaputt trete oder durchlatsche, dass dann Karosseriekontakt kriegt und dann brennt mir die Karre ab. Achso, wir konnten noch mal eben die Amperezahlen ein bisschen erhöhen. Ich mach mal, die Zündung ist aus, ja, ist sie? Ich klemme mal eben hinten die Batterie noch mal ab. Ne? Ja, wir müssen es aber anders machen. Jetzt mal eben, machen wir dann Voltmeter dran. Also mal, machen wir da mal ein Messgerät dran. Ich habe halt noch keine Voltanzeige. Und dann klemmen wir jetzt gleich mal die Batterie an. Nehmen wir uns den Wert und dann klemmen wir die Batterie hinten an und gucken mal, ob dann hier sozusagen, sag ich mal, die Spannung ein bisschen steigt, dass sozusagen hier die Spannung von hinten angenommen wird oder ein bisschen höher oder was weiß ich, 12,8. Einfach nur, dass wir keine 24 Volt kriegen. Weil das wäre nämlich nicht so schön. Deswegen ist die Zündung noch aus. Gut, warte, das machen wir nochmal eben. Das ist wichtiger, das ist wichtiger. Das Testen ist besser, als wenn wir das nicht testen. Weil unter Einsatzverhältnisse ist das nicht so schön zu testen. Gerade den Minuspol abgemacht, ne? Nicht den Pluspol. Ja, wenn ich den Pluspol jetzt abmachen würde, würde ich mir richtig einen brutzeln hier. Deswegen, das ist schon ein bisschen gefährlich, die Nummer. Vier. Tschüss. Wir uns hier bauen. Oh. Der muss so liegen. Der muss nach hinten weggebogen. Das kann ich später anschrauben. Jetzt mal gucken, ob das funktioniert.
besser. So. Jetzt holen wir eben den Messklaus. Das ist er hier. Guck mal, wir haben jetzt 12,9 Volt. Die Batterie ist echt gut im Butter. Alter Schwede, ist ja wirklich noch gut. Wird mir ein bisschen weniger hoffen, wenn ich ehrlich bin. Also habe ich jetzt nicht gemeint. Ja, der Messgerät ist nicht mehr der beste. So, 12,82 Volt haben wir jetzt. Machen wir den Minuspol dran. Volt. Also, das, was ich mir überlegt habe, ist funktioniert. Hundertprozentig. Jetzt müssen wir den Anlasser des Todes haben, wenn wir die Zündung anmachen. Mal ein paar Ampere mehr auf der Karre. Sag ich ja, der geht nur wieder aus, weil Benzin halt, wie gesagt, zu ist. Ne, und Schok und so eine Scheiße, ne? Also, meine Idee funktioniert. Ich muss halt nur noch ein bisschen ausarbeiten, dass das System ein bisschen sicherer wird, weil so eine Plusleitung war eben so, ne? Das muss ein bisschen cooler werden, aber das geht. So, ich flehe mir das Kabel ordentlich und dann haben wir das eigentlich gleich schon mit dem Video hier. Wie ist mit diesem Elektrik-Video? Bei den Spannungsinverter, die schließen wir beim nächsten Mal an, weil wir die Zeit nämlich knapp. Ja, schon besser. Guck mal, jetzt habe ich das Kabel. hier ist eine Rohware. Da verlegen wir dann noch anders, wenn der Schlauch weg ist. Das ist noch nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier Panzertape, zack, zack, zack. Als Führung, damit Führung. Das mache ich übrigens immer so. Habe ich früher bei der Gurke auch so gemacht. Hat jahrelang funktioniert. Ne? Also ist jetzt purer Erfahrungswert. Das Zeug hier, das klebt nämlich echt gut, der Panzertape. Sieh das hier. Also ich habe noch nie so gutes Panzertape gehabt wie das. Ne? Nochmal danke. So, ja. Hinten, Kofferraum ist noch nicht sortiert. Wäre Schwachsinn. Hier kommt die Rückbank rein und das ist sowieso eh nochmal das, warum ist ein separates Projekt bei dem Ding. Aber auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, das ist okay verlegt. Ich denke mal, ich werde später den Knochen zum Umschalten von dem System auf Masse legen. Und hier, ich habe mir schon bestellt, da gibt es einmal den Knochen, einmal einen Schalter. Ich habe einen Schalter bestellt in dem Fall. Den werde ich wahrscheinlich dann hier anbauen, an der Stelle hier. Dass man das zusammen unter dem Fahrer sitzt, links rüber greifen muss oder vielleicht hier sogar noch. Dass man den immer so an- ausschalten kann. Das müsste eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Ich hätte es auch unter den Sitz verlegen können, ich weiß. Aber so habe ich die Leitung immer im Blick. Das ist vielleicht ganz gut so. Wie gesagt, da kommt mal Teppich ins Auto rein. Da siehst du halt nicht mehr so extrem. Ne? Ich passe den Teppich auch dementsprechend noch an, dass die Leitungen nicht eingequetscht werden oder sowas. So, den klemme ich nochmal eben ab. Aber auf jeden Fall, die Idee ist gut. Das System funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch hier den Trennschalter einbauen und die 12 Volt Anzeige und den hier. Ne? Und dann kann ich endlich bald anfangen, die Innenräume zusammenzubauen. Ist der Wagen nämlich bald fertig. Wenigstens so weit fertig, dass wir ihn zu meinem Vater rüberfahren können. Und danach zum TÜV. Ich habe noch ein paar Deski-Probleme, pass mal auf. Hier mein Blinker. Blinkt zu schnell. Ne? Liegt nicht an der Lampe hier. Die ist komplett defekt. Ich habe die zerlegt. Keine Chance im Tachografen. Hab doch schon eine separate. Ich werde wahrscheinlich Widerstände in die Blinker reinsetzen, dass es funktioniert. Und eine LED hier einbauen. Und mein Warnblinker. Oder geht jetzt gar nicht mehr, oder was? Der geht gar nicht mehr. Ah, mein Warnblinker geht. Aber wahrscheinlich ist ja die Sicherung gewesen, die geflogen ist, wa? Eine von denen ist wahrscheinlich kaputt jetzt. Weil ich gerade gedrückt habe. Aus Versehen. Das machen wir beim anderen Mal. Das ist, was ich in den Sicherungskasten mal zerlegen komplett. Und, also nicht ausbauen, aber wenigstens sauber machen. Die Sicherungen zertüdeln. Dass alles ein bisschen hier ordentlicher ist und einfacher zu ersetzen ist. Wie gesagt, muss halt alles funktionieren. Ne? Und der Kabelbau, der ist halt eine Katastrophe, weil ich damals den ganzen Kabel rausgerissen habe und durchgeschnitten habe und dann nur wieder rangetüdelt habe. Deswegen ist das ganze Auto elektronisch eine totale Bude. Ne? Da kann noch so gut optisch aussehen, das ist immer noch eine Gurke. Ist und bleibt. Ne? Aber auf jeden Fall haben wir schon mal einiges rausgemacht.
Das hier ist gut so, da bleibt so in der Art ungefähr. Wird noch ergänzt und dann haben wir langsam aber sicher, ich denke mal nächste Woche die Gurke wieder auf die Straße, schätze ich. Muss ein bisschen ranhalten. Ich muss die Haube ja noch schweißen und so weiter. Oh mein. Hier, guck mal, das haben wir noch 11, 11, irgendwas Volt. Hat er gerade angezeigt. Ach komm. Warte mal, was ich will, Messgerät. 12,4 Volt. 12,49. Und jetzt holen wir uns da raus. Das kommen wir 6 Volt. Hey, warte, könnt ihr mal in die Gurke starten? Ach komm. Komm, Kollege. Das lassen wir mal eben. Hat die Lichtmaschine noch bei der Batterie lädt. Das muss er anbleiben. Weil ich erwarten kann, dass der ganzen Standzeit, ne? Um halt relativ schnell. So. 12,8. Volt. Funktioniert. Ich möchte die beide Batterien. Das schafft die wohl. Oh, bevor ich hier gleich eingehe. Benzin haben wieder zu. Oh, ja, muss mal gucken, wie viel Verbraucher wir werden der Fahrt anschalten können. Dass hier das schafft. Aber auf jeden Fall kann er im normalen Leerlauf, die Leerlauf wäre ja normalerweise ein bisschen höher wie jetzt gerade eben, müsste sie es eigentlich schaffen, dass die beide Batterien hier aufgeladen werden und das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das ist doch schon mal geil, wenn du dir was vorstellst und das funktioniert unterm Strich. Das ist für mich echt der Hammer. Hm. Hol mal das Poli hier ab. Besser ist das. Total hohl, ne? Mach den Minuspol da ab. Da ist der Minuspol hinten noch dran und der Wagen kann trotzdem noch starten. Aber egal, das lassen wir jetzt so. Ja, auf jeden Fall haben wir große Fortschritte gemacht. Vielleicht kommt morgen so der Trennschalter, weil ich Glück habe. Ich habe den am Wochenende jetzt bestellt. Könnte da gut kommen, heute Abend vielleicht sogar noch. Können wir den morgen schon einbauen. Dann machen wir morgen noch den hier Stromumwandler da rein. Beim nächsten Video dazu. Dann testen wir den mal aus, was das so ein bisschen, was er so ein bisschen ab kann. Was der so an hier. Verhände waschen gehen, nicht wundern, ne? Was der so ein bisschen an Strom hier erzeugen kann, ob ich da irgendwie eine Bohrmaschine mit betreiben kann oder sowas. Was habe ich der ultimative Test, eine Bohrmaschine. Und dann ist das gut. Und das funktioniert, dann bleibt das so. Dann ist das Ding gut. Und wenn das nicht geht, holen wir vielleicht einen größeren Umwandler. Mal schauen. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal so ein Camping-System. Ich meine, ähnlich wie ich mir das da ausgedacht habe, dann, ne, ist es auch im Wohnmobil. Also in diesem Sinne müsste es eigentlich so funktionieren. Ob das ein Wohnwagen so ist, weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Wohnwagen so richtig gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch so ist. Dass man die so laden kann, die Batterien während der Fahrt oder was. Gibt das sowas? Batterien, die im Wohnwagen verbaut sind und dann hier während der Fahrt über dem PKW aufgeladen werden? Oder gibt es das nicht? Oder wie ist das? Das ist ein bisschen besser, sehe ich vielleicht. Auf jeden Fall müsste das ohne Kabelbrand und ohne wir sterben alle weg und so funktionieren. Wenigstens, was ich bisher gedacht habe. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich gefallen euch meine Gurkenvideos noch. Gehen wir davon aus schon. Sorry, dass ich momentan so viele Videos mache, aber es ist immer ein Tag ein Video. Und na gut, heute ist eigentlich ein Tag zwei Videos. Aber gut, was willst du das machen? Ne? Dafür ist ein Video ausgefallen für die Gurke. Ihr seht Schritt für Schritt, wie der Wagen entsteht.
Aber ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich, wenn ich am Wochenende gut Zeit finde, nächste Woche auf der Straße ist. Rasenmähersprit muss ich haben. Ich muss morgen Rasen mähen, ganz dringend. Mein Rasen sieht aus wie Sau. Aber was willst du machen? Ja, der Kabelklaus hat zugeschlagen. Der Kabelklaus hat recht. Und er ist von Zinopel, ne Nordi? Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Legt euch hin und ihr bleibt mir treu. Haut gerne ein Abo rein. Ja, damit ich halt jeden Tag so labern, ne? Gut, bis dann. Montag!